Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, also der Geiz ist ja schon nicht mehr zu übertreffen hier, aber im Moment gibt es ja woanders viel, viel mehr Leid und da interessiert eigentlich der Geiz auch nicht wirklich. Aber bevor ich jetzt anfange, hatte ich euch letzte Woche gebeten, mir keine Kommentare zu schreiben, was ich denn eigentlich hier beim Avatar mit den vielen Marken machen soll. Ich hatte ja gesagt, ich kaufe mir ganz viel Gold und Elex und mache damit die Mauern. Ist eigentlich keine schlechte Sache. Es gibt jetzt wieder ein paar Marken drauf. Das heißt also, ich meine, ich könnte mir natürlich auch Mauerringe kaufen. Ne? Brauche ich das Gold und Silber nicht so. Das muss ich mir mal ausrechnen. Aber es gibt jetzt ja auch in der Liga ein paar Medaillen und mit einem Klick auf Saisoninfo werdet ihr sehen, dass wir nicht absteigen. Wir steigen natürlich auch nicht auf. Aber wir haben uns sehr, sehr gut gehalten hier in der Liga, würde ich mal so sagen. Und wenn wir Fünfter werden, dann gibt es ja immerhin noch ein paar Marken. Und zwar fünfter Platz 286 plus die paar Bonis, die wir dann verteilen. Müssen wir mal gucken, wer da noch ein bisschen was abkriegt. Das ist ja nicht so schlecht. Deswegen habe ich aber gesehen, dass es hier was ganz Witziges gibt. Es gibt ja die Herausforderer-Statue. Die habe ich gar nicht. Die habe ich ja gar nicht. Und ich würde sagen, die kaufen wir uns einmal. Die kann man auch nur einmal kaufen. Hinzugefügt. Mal gucken. Passt ja irgendwie zum Clan, ne? Dass ich da nicht eher drauf gekommen bin. Leute, das hättet ihr mir doch schon mal sagen können. Naja, und ob ich jetzt ein paar Mauerringe dann kaufe oder ob es die anderen Sachen sind. 10 Mauerringe. Ich meine, mit zweieinhalb, wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2,5 Millionen Gold kaufe und 2,5 Millionen Elex, kriege ich da sicherlich mehr Mauern mitgemacht als nur mit 10 Mauerringe. Ist einfach mal so. Deswegen kaufen wir uns mal so ein bisschen Ressourcen ein hier. So, dann haben wir 300 frei in etwa. Ja, dann kriegen wir in jedem Fall, passt das wieder ganz gut. Und dann kann ich ein paar Mauern machen. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe es auch schon vorbereitet. Zu geizig. Supercell ist, finde ich, immer sehr, sehr geizig, was das Ausgeben an Gems angeht. Ich bin auch geizig, aber es gibt ja so ein aktuelles Spiel und ich denke mal, das kam zum Weltfrauentag. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das Event da so kam. Und zwar die sensationellen 6. Und ich habe auch lange überlegt, warum haben jetzt nur die beiden Mädels da oben Schub. Klar, sie gehören natürlich mit zum Weltfrauentag. Aber wenn ich eine Armee baue, dann baue ich jetzt gleich eine, die zwei männliche Gäste dabei hat. Das ist einfach mal so, sonst macht das alles keinen Sinn. Aber die sensationellen 6, es sind halt nur die Damen, die hier kämpfen. Und ich finde die Rewards eigentlich in Ordnung. Ist von jeder Pool eine. Plus dann nur 10 Gems. Sind ja in Summe nur 60 Gems. Das ist geizig, Leute, finde ich. Wenn da jetzt eine 100 stehen würde pro Spiel, dann würde ich sagen, yo, 600 Gems, echt leicht verdient. Und das macht dann auch wieder Spaß. Aber 10, Mann, komm, lass es 50 sein. Ey. Aber 10, ey, oh. Für 10 macht das nicht jeder. Und ich glaube, hier unten stand ja auch erst zu Anfang, 5 Kopfgeldjägerinnen müssen benutzt werden. Jetzt ist das runtergedrückt auf 1. Ich habe eine Armee auch fertig dafür. Und wo Supercell nicht so geizig ist, muss ich sagen, ist, wenn man mal in die News guckt, müsst ihr auf Deutsch stellen, dann werdet ihr feststellen, dass das Rising Star oder Rising Star Dreaming King Tournament mal wieder ein bisschen Turnierluft schnuppern lässt und Format 5x5, Rathaus 3 bis 7, Leute. Das ist cool, oder? 3 bis 7. Sonntag, 20. März. Ich meine, dass da überhaupt hier so Ingame-Werbung für gemacht wird, das finde ich eigentlich das Coole. Und es gibt 225 Euro und 27 Goldpässe. 27 Goldpässe. Da muss ich mal eben mein iPhone befragen. Das habe ich schon vorbereitet. Sind 134,73 Euro nochmal drauf. Auf die besten 3 Teams verteilt. Das ist krass, oder? Finde ich. Da ist Supercell nicht so geizig mit. Aber mit so einem Ingame-Spiel hier, da geizen die total rum, ey. Naja, klick da einfach drauf. Kommt auf den Rising Star Discord. Bin ich auch schon ewig drauf. Und habe ja auch schon ein bisschen was aus den Turnieren hier gestreamt. Also von daher, sehr, sehr schick. Da ist Supercell mal wieder nicht so geizig. Ich habe diese Armee vorbereitet hier für euch.
Ja, wir sind hier ein bisschen mehr geworden. Ach so, beim kleinen Herausforderer übrigens sind wir glorreicher Dritter geworden. Uns fehlen 5 Sterne zum Zweiten, habt ihr ja gesehen gestern in dem Video. Ist halt nicht gewesen, ne? Ist halt nicht gewesen, aber ich habe diese Truppe hier mal ausgebildet. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr genommen, sodass es 300 werden, aber es sind ausschließlich die Damen, die hier kämpfen. Ich meine, okay, der Warden und den King, den muss ich jetzt einfach mitnehmen. Oder nehmen wir die nicht mit? Ja, wir lassen die mal weg. Ich würde sagen, wir lassen die mal weg. Aber der Warden ist schon ziemlich wichtig, oder? Mal sehen, wie es sich entwickelt. Aber unten habe ich mir eine super Valkyrie gegeben, 3 Valkyren und noch eine Bogenschützin. Somit sind wir dort auch ganz feminin dabei. Mache ich eher selten, dass ich mir solche Events mal schnappe, aber ich meine 60 Gems, okay. Für 10 Mal angreifen oder 8 Mal war es, ne? Kann man das ja machen. Dann nehmen wir lieber was Einfaches hier. Sowas. Würde ich mal so sagen. Und die Frage ist natürlich, wie geht man jetzt eigentlich vor, ne? Wie geht man eigentlich vor? Ich würde sagen, wir machen All-In. Würde ich sagen. Wir fahren dann hier und hier. Und hier und hier. Setzen hier mal ein paar Heiler drauf. Und ein paar Hexen. Und einmal das. Und 4 von denen. Und 20 von denen. So. Queen und den Royal Champion da noch mit reingezogen. Okay, jetzt geht's dabei. Royal Champion muss fallen. Hier muss der Sprungzauber hin. Oh, das sieht aber nicht so gut aus, ne? Mann, wo ist denn die Super Valkyrie? Ah, die kommt hier gleich erst raus, okay. Und da kommt ein bisschen Clanburg. Na, das ist jetzt nicht so viel, aber hier kommt die Super Valkyrie mit ihren etwas kleineren Valkyren noch an. Wir sind am Rathaus. Wir können jetzt natürlich nicht. Ah, haben wir aber geschafft. Ah, shit. Wir können natürlich nicht. Die jetzt in die Unverwundbarkeit bringen, da sie ja. Da wir halt kein Warden dabei haben dürfen, müssen wir das Ganze halt nur mit der Queen machen. Ja, klappt aber ganz gut, ne? Auf so ein 13er hier. Gar nicht mal so schlecht. Okay, wo ist denn die Queen? Ach, da unten mit dem Pony. Trippel, trappel, Pony. Okay. Nimmt aber auch schon ganz schön ab hier. Schafft aber jetzt endlich mal die Mauer. Okay. Muss ich jetzt aber gleich auch zünden. Und denn das Pony wird jetzt nicht mehr so hart heilen können. Mal sehen, ich hoffe, da ist jetzt keine Bombe. Nein, dann habe ich die kleinen Bogenschützinnen auch noch mit dabei. Also noch mehr feminin hier. Und kriegen wir noch ein bisschen Loot. Und mal schauen, ein bisschen näher reingehen hier. Ich habe ja den Kaufskin an. Das ist eigentlich nicht nur einer meiner liebsten Skins, sondern es ist eigentlich mein liebster Skin für die Queen. Ich habe bisher noch keinen schöneren gesehen. Ist aber auch nur meine Meinung. Das muss jetzt nicht eure Meinung teilen oder so. Oh, was geht hier mit dem Pony? Wohin des Weges? In der Tornado-Falle. Ist hier noch was am Leben oder was? Irgendwo ist doch hier noch... Ah, hier hinten. Oh, okay. Oh. Okay, das sind jetzt natürlich Larrys. Die sind natürlich jetzt... unter Umständen nicht ganz weiblich, ne? Muss man ganz klar sagen. Das ist natürlich jetzt hier, da kann man aber schlecht reingucken. Könnten auch Larryrin sein, aber da wollte das Pony da echt hin und ist nicht mehr hingekommen und hätte die jetzt noch alle nochmal hochheilen können. Hier die Skellies, den haben wir aber ganz gut Loot abgenommen, würde ich sagen. Und machen wir in jedem Fall nochmal die Armee, die macht ja echt Spaß. Boah, geht schon. Ist jetzt nicht so ultra viel, aber mit dem Bonus haben wir auch noch mal reingeholt. Sehr, 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 sehr nett. Jetzt müssen wir eigentlich überall hier einen Haken haben. Mal sehen, ob das auch wirklich so ist. Oh, ich muss trinken. Ja, 8 Angriffe nur. Das ist ja easy peasy, ne? Das ist ja echt easy peasy. Und man kann die kleinen Lieben nicht hassen. Jo, alles klar. Ich mache einen kurzen Cut. Lass die alle mal recken hier. Und die beiden hier, ach, die recken ja für einen Gem. Okay, ich meine, wenn ich jetzt die anderen regge,
Das ist eigentlich blödsinnig. Wenn ich ja jetzt booste, dann booste ich die beiden Helden auch mit. Also warum sollte ich jetzt eigentlich, ich habe das ja schon immer angezweifelt, diesen Schub nur für die Helden. Warum sollte ich jetzt nur diese beiden Helden machen, wenn ich jetzt sowieso das Ganze... Warte mal. Das ist gar kein Schub. Während dieses Ereignisses kann die Heilungsrate von sowohl der Bogenschützenkönigin als auch der königlichen Gladiatorin vierfach für nur ein Juwel verstärkt werden. Wieso sagt mir das keiner? Mann! Wo ist unsere Queen? Die Queen pennt hier unten. Mal sehen, ob man das dann auch sieht. Info. Man sieht aber die Heilung, glaube ich, gar nicht, oder? Schadensanstieg herbeigerufene und Trefferpunkte Schadensanstieg. Ich glaube, das ist der Schadensanstieg. Ach nee, Trefferpunkte auffüllen. 525, mal sehen. Wenn wir das jetzt schieben, Schub für alle, nein. Schub für die. Heilungsgeschwindigkeit für eine Stunde um 4-mal erhöhen. Geschwindigkeit, okay. Und was ist hier? Heilungsgeschwindigkeit um 4 erhöhen. Ich muss jetzt wirklich mal ein bisschen genauer gucken, Leute. Weil das ist das Gleiche, aber Fähigkeitsdauer. Heilungsgeschwindigkeit um das Vierfache erhöht. Ja, wir gucken uns das gleich an. Ich mache einen kurzen Cut. Die Armee dauert ja nicht so lange. Und nur 20 Minuten. Und dann mache ich gleich nochmal einen zweiten Angriff damit. Ich will mal eben nochmal anfordern hier, damit wir das auch gleich wieder voll haben. Wir haben aber jetzt keine eigene Belagerungsmaschine. Ah, dann nehmen wir die mal. Okay, dann nehmen wir die mal und ja, mal sehen. Nur feminin, da tue ich mich echt gerade ein bisschen schwer mit, ne? Okay, Freunde, meine Mädels sind fertig. Und ich habe jetzt viel zu viel Zeit mal wieder verstreichen lassen, aber ihr kennt das selber. Muss ans Telefon, muss hier, muss dahin. Und der Clash of Clans Boost läuft dir davon. Ich wollte jetzt nicht so ein schweres Rathaus machen, weil immerhin fehlen hier die Kings im Rennen. Der King sowieso, also er ist der King, gar keine Frage, aber heute fehlt er bei mir 8-mal in der Truppe. Das stimmt natürlich gar nicht, wenn ihr nicht mehr zuschaut, dann nehme ich die beiden schon mit. Das seid mal gewiss, das mache ich jetzt nur fürs Video hier, alles getürkt hier, alles Fake News, alles nicht ganz echt. Oh, gleiche Base wie eben. Ob das wohl der gleiche ist? Sollen wir das nochmal machen? Wir machen das nochmal, ne? Das ist jetzt ein Déjà-vu, oder? Das ist jetzt echt cool, ne? Nicht, dass das der gleiche nochmal ist. Ja, komm, wir machen das nochmal. Oh, jetzt muss ich hier aber gleich schon mal so ein bisschen, glaube ich, funneln. Mal sehen. Oh, die gehen aber alle nach da. Das ist nicht so gut. Okay, ich habe aber auch irgendwie keine Morbe hier dabei, ne? Eigentlich sollen das ja immer die Päcker hier machen, aber oh. Der Angriff ist nicht so gut hier. Oh, hier unten muss ich den nehmen. Schnell mal den mit dabei. Und jetzt habe ich natürlich schon den verballert da. Muss mal eben gucken, wann der hier anfängt zu schießen jetzt. Okay, haben wir noch gerade so geschafft, glaube ich. Der ist jetzt mal mau gewesen. Der war jetzt mal mau. Und immer alles so langsam. Toti. So, 20 Stück. Auf geht's hier. Tesla, weg. Naja, ich meine, immerhin 54%, 2 Sterne. Wir haben gewonnen. So ist ja nicht. Hier haben wir auch noch... das ist ihr eigener. Ich dachte gerade, ich hätte noch einen dicken Finger gehabt. Ich dachte jetzt echt, ich hätte noch einen dicken Finger gehabt. Was ist hier denn los? Ah, okay, ich habe noch zwei Heilerinnen. Eine Heilerin und dann war es das.
Okay, immerhin, wir haben wieder gewonnen. Ne? Wir haben wieder gewonnen. Das heißt also, den zweiten hier, sechsmal mache ich dieses Drama noch mit, würde ich sagen. Und dann haben wir das. Okay, können wir gerade nochmal anfragen. Und dann spenden wir eben dem Skull hier, dass er vielleicht nochmal seinen Angriff macht. So ein und so ein. So. Und ja, heieieiei. Was haltet ihr von dem Event? Seid ihr damit zufrieden oder habt ihr schon durch? Für die 60 Gems empfindet ihr das auch als, das ist ein bisschen zu geizig, wenn da jetzt stehen würde, 100 Gems pro Spiel oder lass es 50 sein, habe ich ja gesagt, fände ich das natürlich besser. Aber ist ja leider nicht, mein Gott. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen, dass ich mal wieder ein bisschen was anderes abseits der Liga gemacht habe, also die ist jetzt vorbei. Und ich spiele jetzt erstmal dieses Event zumindest mit dem Thorsten zu Ende, damit der wenigstens die 60 Gems dazu bekommt. Ob ich das mit den anderen Accounts mache, weiß ich noch nicht. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch mit dem Elfer sehen wollt oder mit dem Zehner. Habe ich ein Zehner Rathaus? Ja, ich glaube, ich habe noch irgendwo ein Zehner Rathaus. Und den 13er, muss ich mal sehen. Ich hoffe, dass die Liga dauert ja jetzt noch ein bisschen, bis sie vorbei ist. 1 Stunde 6 Minuten, dann sind wir auch hier durch. Und werden den Krieg aber auch nicht mehr gewinnen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Liga-Woche. Auch mit mir. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Am Ball bleiben, Daumen nach oben, abonnieren. Andere Reihenfolge, aber ist egal. Dankeschön, euer Toto. Clashed.